Das erste Rennen des Showjumping Beginner, Semi-Professional, wie heißt das? Semi-Professional ist im Oakwood Park und das gucken wir uns jetzt an und schauen, ob wir den Player Tobiano ein bisschen demütigen können. Nicht? Die Oakwood Dozen hier im Oakwood Park und 1 Minute 14 Oakwood steht Park. Als, Ziel, als Ziel. Das ist das Ja, noch ein bisschen Werbung hingezeigt und es ist ein neues Stadion. Wir waren hier noch vorher nicht, wie ihr seht. Und das Publikum hat sich schon versammelt, um den heutigen Tag hier mit uns zu feiern und hoffentlich dann auch unseren Erfolg. Und es geht los. Das Pferd läuft an. Das erste Rennen ist ganz wunderbar gemacht, der Drogo. Schafkurve links. Das zweite Rennen ist auch ganz klasse. Der Park hier, also hier der Court hier ist relativ klein bemessen, wie ihr seht. Relativ knapp alles, relativ eng. Aber das ist ganz okay, würde ich mal sagen. Scharf links. Und hier herüber. Wieder scharf links über das blaue Obstacle. Hier so eine kleine Schlangenlinie. Wow, wow, wow. Oh, gerissen, gerissen. Und schon wieder gerissen, ich glaube. Damit können wir den goldenen auf jeden Fall vergessen. Die Zeit war sehr gut. 15 Sekunden schneller fast als gedacht, aber so wird das natürlich nichts und damit probieren wir das auch gleich nochmal, weil da am Ende ganz schön geschludert wurde hier. Der Sprint war vielleicht auch nicht so intelligent gewählt, weil wir probieren ihn jetzt mal hier. Und dann am Schluss nochmal, der zweite Sprint, den ich gemacht hatte, der war schon ganz gut, aber der eins vorher, der glaube ich war ein bisschen zu knapp bemessen, weil ich da so ein bisschen in die Panikbredouille da gekommen bin am Schluss. Ihr habt vielleicht gemerkt, habe ich die Kurve nicht mehr so richtig gekriegt. So. Ich hier. Oh nein. Hä, warum hat er das angezeigt? Achso, wegen dem Zurückweg. Opa, gut gemacht. Und dann habe ich natürlich auch noch gerissen und das darf natürlich auch nicht sein. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Off center. Wo ich den ersten gerissen hatte. So, hier drüber. Und von der Zeit kein Problem und auch diesmal kein gerissen. Ich denke, das war eine super Runde mit 1,360. Gut gemacht. Hier von Drogo und mir und damit auch den goldenen Pokal gewonnen bei die Oakwood Dozen. Und damit auch gleich weiter zum nächsten Kurs, zum zweiten Kurs hier in der ersten semi-professionellen Runde. 16 Green, das bedeutet 16 Sprünge. In Greenfields und damit starten wir auch hier den Parcours in Greenfields. Früher morgen der erste Reiter des Tages mit einem geilen Soundeffekt als Bonus. Und dann geht es los. Wir starten hier, boah, das erste gleich hier so ein Hexer-originalen derbkrassen Super-Hypersprung. Den habe ich natürlich super geil genommen. Krass, wie ich halt drauf bin. Vor allem, wenn man auf Drogo reitet, dann ist das alles ein bisschen derber. Ne? Da sterben schon mal an der Seite Passanten vor lauter Staunen und natürlich auch Entsetzen. Denn Drogo ist schon ein sehr krasses Pferd, ihr seht es hier. Der hat schon ordentlich was auf dem Kasten. Aber er möchte natürlich auch ordentlich gesteuert werden und das obliegt wieder der meinen Handlung. Ob das denn nun durchgeführt wird oder nicht. 16 Sprünge, das heißt, wir haben jetzt gerade knapp unter der Halbzeit mit dem 9. Sprung. Also noch 7 vor uns. Klang alles gut. Ich denke, die Zeit kann sich auch sehen lassen. Ich meine, da ist natürlich die Frage, wie sie gebaut sind. Ich dachte jetzt, ich ging jetzt mal davon aus, knapp unter einer Minute wäre dann quasi Halbzeit
von der Zeit sowie als auch von den Hindernissen her. Aber natürlich sind die Wege immer anders gebaut und somit auch natürlich die Wege zu den verschiedenen Hindernissen weiter, die wir zurücklegen müssen, wie eben gerade dieser Weg, sehr langer Reitweg ohne irgendeine Hindernisberührung. Kostet natürlich Zeit, aber mit einem Sprint kommt man dann ganz gut durch. Ich habe meine leider schon verblasen. Aber noch zwei Hindernisse und dann haben wir auch diesen Parcours hier wieder gemeistert. Es sind noch gut 20 Sekunden, 30 Sekunden. Und gerade so würde ich mal sagen, mit Glück, ohne zu reißen drüber kommen, 1 Minute 59, ja, unter 2 Minuten geblieben. Das heißt auf jeden Fall 17 Sekunden schneller als die geforderte Goldzeit. Das, glaube ich, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. 1 Minute 59,85 geht in die Statistik über und wir verlassen die 16 Green mit dem goldenen Pokal. Die Shortcuts auf Royal Estate. Way to Gold ist 2 Minuten 49 zu unterbieten. Wir gucken uns das erstmal an diesem sonnigen Tag auf diesem wirklich schönen Stüt anwesend. Es sieht aus wie ein Königshaus da hinten. Ihr seht das im Hintergrund. Jetzt interessant. Da scheint auf jeden Fall das nötige Kleingeld vorhanden zu sein, um hier so ein Turnier veranstalten zu können. Und es geht los. Wir starten auf die Kür. 2 Minuten 49, wie gesagt, die Zeit. Ihr könnt ja ein bisschen auf eure Taschenuhr gucken währenddessen. Was sage ich, wer von euch hat denn bitte schon eine Taschenuhr? Könnt ihr im Handy mitstoppen und bitte anfeuern nicht vergessen. Das ist ganz wichtig, damit Drogo und ich ja auch ordentlich durch den Kurs kommen. Und ich habe, seht ihr das? Da kommt der Pfeil zu spät. Das heißt, ich muss langsam auch dann ein bisschen darauf achten, was das nächste Hindernis nach dem folgenden ist, weil ich sonst nämlich nicht mehr weiß, in welche Richtung ich laufen muss. Und das wäre tatsächlich sehr ärgerlich für uns alle. Don't jump near the side. Don't jump near the sides, ja, kein Problem, würde ich mal sagen. War eigentlich ganz easy peasy hier. Jetzt nehmen wir hier mal den hier. Off center. Jo, da kann ich außen rumlaufen. So wird das gemacht. Gut gesprungen, auf jeden Fall. Einmal hier quer rüber. Dann wird den Sprint aktiviert. So, wir müssen nämlich gleich hier U-Turn und hier rüber. Und danach eine... Ach, ich weiß nicht, konnte die Pfeile gerade nicht so recht deuten. Die ging so ein bisschen verquer hier einmal durch das Feld. Jo, okay, also da doch über das Hindernis hinüber. Linkskurve. Um den Zielort vorbei. Über dieses Hindernis. Und noch über das Hindernis. Das ist dann das 12. 13. Ich weiß nicht, wie viel es sind. Aber wir haben noch eine ganze Minute. Das sind anscheinend schon einige Hindernisse. Also ich denke nicht, dass wir so bald hier fertig sind. Ich bin natürlich jetzt auch nicht so gewieft im Pferdesport. Also kann ich jetzt natürlich auch gar nicht sagen, ob bestimmte Hindernisse dann mehrmals übersprungen werden, je nachdem wie die Reihenfolge das hergibt und ob man einfach dann, also man muss ja dann als Reiter quasi den kompletten Platz auswendig kennen, um wissen zu müssen, wo man hinläuft, denn in echt hat natürlich der Reiter keine Pfeile. Ja, ordentlich die Zeit unterboten, würde ich mal sagen, mit 2:15:89. Das ist auf jeden Fall, also ich meine, wenn 2:49 die Richtzeit war, dann ist 2:15:89 auf jeden Fall eine ordentliche Sache und wir gucken mal, was im nächsten Turnier abgeht. Momentan läuft es ja sehr golden. Goldene Zeiten für Peggy und sein Pferd Drogo. So, wir befinden uns hier in dem nächsten Turnier Wissendingenskirchens in Oakwood Park und ich starte jetzt. Und es soll schwierig sein. Ich habe gerade jetzt eben total vergessen, wie dieser Kurs heißt. Aber es war auf jeden Fall ein sehr schöner Name. Und das zweite Hindernis ist ganz gut gemacht. Ich muss gucken, dass ich nichts reiße. Also, dass ich halt... Nee, ihr wisst schon, was ich mit reißen meine. Oh, komm, wir kürzen hier ab. Voll crazy, der Packy. Nimmt hier extreme Abkürzungen. Und gleich haut auch noch einen Sprint raus, weil er das so gut kann. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Doch, ich glaube, hier ein Sprint ist da ganz geil. Yo, scharfe Rechtskurve. Dann nehme ich ihn noch mit. Hier
Gut gemacht, sehr gut gemacht. Dann hier nochmal abgekürzt. Oh. Ich dachte, wir müssen da geradeaus das Hindernis springen. Dann geht's lang, hier rechts herum. Okay, großer Bogen über das Ziel, über das Hindernis. Im Oakwood Park, hier immer diese neblige, dieser leicht diesige Morgennebel. Ich mag das ja ganz gern. Aber die Grafik kann das auch, also wirklich. Ich bin echt davon überzeugt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist wirklich, ich habe das letzte Mal schon gesagt, das ist das einzige Pferdespiel, wo ich wirklich so ein bisschen, ich sag mal so, wirklich die Motivation habe, auch gut zu sein und das hier ordentlich zu machen. Weil das motiviert einen einfach. Das ist so gut gemacht und so schön und dieses Ride-Feeling ist so genial. Und das dann noch gepaart mit dieser wirklich tollen Grafik. Das ist schon eine super Sache. So. Wir sind, glaube ich, relativ gut in der Zeit. 1,39, 1,40, 1,40, 78. Eine wunderbare, super dolle, super Zeit. 15 Sekunden schneller als die Goldhürde, ohne etwas zu reißen. Das ist natürlich schon krass. Ich glaube, besser geht einfach nicht. Niemals auf dieser Erde könnte jemand zum Beispiel 1,35 schaffen. Nein, das ist absolut nicht möglich, es sei denn, man cheatet oder hackt sich in das Spiel ein. Wir sehen uns im nächsten Showjumping Event. Ich weiß noch nicht, auf welchem Parcours, wir werden es uns gleich anschauen. Wir sind Rolling Hills bei der Indoor Accuracy und ich bin so gut, dass ich mittlerweile an den Hintergründen schon erkenne, in welchem Stall-Dingens wir bei uns für Dings-Halle. Na, ist ja auch egal, in welchem Stall-Land gestüt. So! 30 Sekunden gilt es zu unterbieten. It's a sunny day, aber es ist in Rolling Hills, da steht's. Und wir sind hier in der Halle. Schön gemacht, schöne Halle. So eine schöne Halle ist das. Das ist eine schöne Halle. Mein Pferd ist geladen und ich drücke auf... nicht, nehme ja schon auf. Los geht's! Okay. Krasse Linkskurve hier. Oh, oh, oh. Vielleicht... Oh Gott, oh nein, oh Jesus. Wir fangen gleich mal neu an. Gleich mal neu anfangen, weil das war echt schade, dass ich da so blöd angeritten bin. Das war echt nicht so gut. Aber das ist kein Problem, denn es gibt ja den Restart-Button. Wie im echten Leben. Wenn ihr euch verreitet... Ach komm, scheiß drauf. Oder bin ich disqualifiziert und ich reiß? Wahrscheinlich ja. Ach, und da habe ich jetzt gerade das Hindernis verpasst. Da ist gerade der Wurm drin bei mir. Ne? Das ist wie in einer alten Pflaume. Da ist der Wurm drin. Und mit alter Pflaume meine ich jetzt nicht einen Rentner. Hä, ich habe schon wieder gerissen. What the hell? Was ist los mit mir? Ich bin doch sonst immer so souverän in sowas. Gerade hier auf engen Raum beweise ich doch normalerweise beste Performance und Qualität im Springreit-Dingenskirchens, ne? Bislang, eigentlich hat das immer sehr gut funktioniert mit mir. Schön hier rechts herum. Und, oh, 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 oh. Ah ja, okay, das geht. 26, 27, 28, 39. Excellent Performance. Gut, die goldene Medaille sind sicher und gleich mal einen neuen Weltrekord aufgestellt. Wer hätte das gedacht? Auch hier ist es nicht möglich, eine bessere Zeit zu schaffen. Bis zum nächsten Mal.